Meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier bei uns im Asklepios Westklinikum Hamburg in Rissen zu einer neuen Sendung, heute zum Thema Fußerkrankungen. Wir informieren Sie umfassend in unserer Sendung und zwar vom Hallux Valgus bis hin zur Sprunggelenksprothese. Und ich gebe direkt zu, ich alleine könnte wahrscheinlich nicht genug fachkundige Informationen liefern. Deswegen habe ich mir wie immer einen Gesprächspartner ins Studio geholt. In diesem Fall Herrn Dr. Vanja Wenk, den Oberarzt in der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie hier am Asklepios Westklinikum. Herzlich willkommen. Herr Dr. Wenk, vorweg muss ich erstmal eine erstaunliche Information nochmal an Sie liefern, liebe Zuschauer. Das muss ich mir aufschreiben. Ich fand es aber wirklich interessant. Unsere Füße, falls Sie das noch nicht wussten, die tragen uns im Laufe unseres Lebens ungefähr 3-mal um die ganze Erde. Also ich fand das wirklich verblüffend. Und um noch etwas konkreter zu werden, habe ich mir mal ein paar Berufsgruppen aufgeschrieben und die dazugehörigen Schritte, die diese Damen und Herren pro Tag so zurücklegen. Rezeptionisten zum Beispiel, kann man sich vorstellen, laufen nicht ganz so viel hin und her, sind immer nur ganz kurze Distanzen, die machen ungefähr 1200 Schritte am Tag. Sehr, sehr viel mehr ist es schon bei einer Hausfrau mit Kindern, die läuft rund 13.000 Schritte am Tag und der Postbote, der schlägt alles mit 18.000 Schritten jeden einzelnen Tag. Zum Berufsbild der Moderatorinnen können Sie sich wahrscheinlich selber gerade ausmalen, ich sitze eigentlich lieber. Wie viel laufen Sie so am Tag? Ich habe es noch nicht gezählt, aber ich denke, ich liege wahrscheinlich, wir haben wie beim Durchschnittsmenschen, da sagt man eigentlich, dass so 4.000 bis 5.000 Schritte täglich doch gelaufen werden. Mhm. Und in meinem Beruf ist es eigentlich so, dass ich relativ sehr wechselseitig unterwegs bin, auch mal sitze, mal stehe, mal gehe, sodass ich wahrscheinlich so wie der Durchschnittsbürger eigentlich unterwegs bin. Wer ist denn eigentlich von Fußerkrankungen betroffen in unserer Bevölkerung? Prinzipiell kann da jeder betroffen sein. Man sagt eigentlich, dass tatsächlich auch jeder so im Laufe seines Lebens einmal unter Fußschmerzen oder Fußerkrankungen leidet. Aber es ist sehr, sehr unterschiedlich, wer denn dann tatsächlich betroffen ist. Beispielsweise ist es so, dass auch eine sehr unterschiedliche Geschlechterverteilung vorliegt. Mhm. Der Hallux Valgus beispielsweise, oder Großzehenballen oder Frostballen genannt, ist sehr viel häufiger bei der Frau vorkommt. Da haben wir ein Geschlechterverhältnis von etwa 9:1. Das heißt, 90% der Hallux Valgus-Patienten sind tatsächlich Frauen. Bei den Männern ist es eher so, dass die unter einer Großzehen-Grundgelenksarthrose beispielsweise leiden, was sehr viel seltener die Frau betrifft. Mhm, das ist interessant. Können Sie vielleicht, wo hier so ein Fuß zufällig schon mal rumliegt, den einmal uns ein bisschen genauer erklären, wie der aufgebaut ist und wo vielleicht auch die Erkrankungen vorhanden sind? Sehr gerne. Also zum Aufbau haben wir es einmal so, dass der Fuß hier mit entsprechenden Unterschenkelknochen einmal abgebildet oder dargestellt ist. Wir haben 26 Fußknochen, die sich auf den Vorfuß, auf den Mittelfuß, auf den Rückfuß verteilen. Angeschlossen daran haben wir das obere Sprunggelenk mit dem Schienbein und dem Wadenbein, beziehungsweise hier mit dem Sprungbein. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass 26 Knochen alleine schon in einem Fuß sind, beide Füße zusammen, machen dann schon ein Viertel aller Knochen des menschlichen Körpers aus, sodass wir davon ausgehen, dass es doch ein recht kompliziertes Konstrukt ist am Fuß. Mhm. Entsprechend viele Gelenke, entsprechend viele Bänder, Sehnen und Muskeln, die dort ansetzen und den Fuß in Position halten. Der Fuß ist noch im Weiteren gekennzeichnet durch ein sogenanntes Längs- und ein sogenanntes Quergewölbe. Sie haben hier auf der Innenseite, wenn Sie so wollen, hier von vorne nach hinten erstrecken das Längsgewölbe und im Bereich des Vorderfußes das Quergewölbe, welches letztendlich den Fuß von der Funktionalität her wie letztendlich wie eine federnde Bodenplatte wirken lässt, der bei jedem Schritt, den wir täglich machen, 4.000 bis 5.000 Schritte, wie gesagt, das ganze Gewicht des menschlichen Körpers abfangen muss bei jedem einzelnen Schritt, sodass man dementsprechend auch viele, viele Tonnen an Gewicht jeden Tag auf den Fuß lasten hat. Man sagt ja auch immer, dass man seinen Füßen eigentlich viel zu wenig Beachtung schenkt, ne? Dass man sie so stiefmütterlich behandelt, obwohl die eigentlich die sind, was heißt eigentlich, die das ganze Gewicht den ganzen Tag stemmen müssen. Dem ist wohl so. Die Hand oder der Hand wird viel mehr Beachtung geschenkt als dem Fuß. Man mag vermuten, dass das daran liegt, dass der Fuß doch weiter weg ist von einem selbst oder vom Kopf sozusagen. Aber der Fuß benötigt doch auch einige Beachtung, muss man schon so sagen. Was kann denn da nun alles kaputt gehen an diesem komplizierten Konstrukt? Es gibt eine ganze Reihe an Erkrankungen. Die häufigsten sind die Deformitäten. Da haben wir einmal einen Knicksenkfuß zum Beispiel. Ich kann es noch einmal zeigen am Fuß. Der Knicksenkfuß ist dadurch gekennzeichnet, dass das
das Fußlängsgewölbe sich aufhebt und der Fuß nach innen wegknickt. Häufig auch oder der Teil des Knickfußes, dann dass die Ferse auch noch nach innen wegknickt, sodass dann das Vollbild des Knicksenk bis hin zum Plattfuß entsteht. Im Bereich des Vorfußes ist es so, dass der Spreizfuß entsteht aus einer Aufhebung des Quergewölbes. Sie haben hier das Quergewölbe, wie schon erwähnt. Und wenn dieses Quergewölbe nicht so aufgespannt ist, wie es jetzt hier eigentlich ganz schön dargestellt ist, entsteht ein sogenannter Spreizfuß. Der Fuß tritt sich hier in der Mitte durch und verbreitert sich im Bereich des Vorfußes. Daraus resultierend sind dann häufig andere Erkrankungen, wie zum Beispiel der Hallux valgus, also der Großzehenballen, oder auch ein Hallux rigidus, das ist die Großzehengrundgelenksarthrose. Wenn man weiterschaut an Erkrankungen am Fuß, haben sie auch Nervenerkrankungen am Fuß, zum Beispiel das sogenannte Mortenneurgenom. Das ist eine Erkrankung, die im Vorfußbereich liegt. Wenn Sie noch weiter nach hinten schauen, am Fuß haben Sie im Mittelfußbereich sogenannte Mittelfußarthrosen oder letztendlich eine Verschleißerkrankung zwischen den einzelnen Gelenken, die dort entstehen kann. Am Rückfuß ebenso, bis hin zum Sprunggelenk, wo auch eine Arthrose des Sprunggelenkes beispielsweise entstehen kann, die sehr schmerzhaft sein kann und bis zur vollständigen Zerstörung auch des Gelenkes führen kann. Wie gehen Sie denn vor, wenn ein Patient mit einer dieser diversen Fußbeschwerden, die Sie gerade aufgezählt haben, zu Ihnen kommt? Gibt es da so einen bestimmten Ablauf? Es geht bestimmt mit einer Anamnese los. Wie ist da so die Chronologie? Genau, letztendlich ist es so, dass wir in der Sprechstunde, wenn wir Patienten sehen, die mit Fußschmerzen zu uns kommen, dass wir zunächst eine Anamnese erheben. Das heißt, wir befragen den Patienten, wo er seine Schmerzen hat, wann die auftreten, ob die vor allem bei Belastung oder in Ruhe auftreten, an welcher Stelle des Fußes die auftreten. Dann folgt eine körperliche Untersuchung, das heißt, wir gucken uns einmal den Fuß im Stehen und im Gehen an, schauen dann auch nochmal im Liegen ganz genau hin. Da ist es so, dass an der Untersuchung im Fuß eigentlich schon relativ viel zu sehen ist. Sie können zum Beispiel diese erwähnten Deformitäten wie der Knicksenkfuß oder der Spreizfuß können Sie schon von außen sehen, sodass man da nicht unbedingt ein Röntgenbild braucht. Des Weiteren ist es so, dass man am Fuß sehr schön auch sehen kann, wie die Belastungssituation ist. Sie können beispielsweise sehen, wo die Fußschwielen, die Mehrbeschwielung sozusagen ist, und können daraus dann Schlüsse ziehen, ob möglicherweise eine Fehlstellung wie ein Spreizfuß schon zu einer Mehrbeschwielung und einer Mehrbelastung im Vorfußbereich führt. Wenn diese Untersuchung dann abgeschlossen ist, folgen möglicherweise weitere Untersuchungen, wie zum Beispiel Röntgenbilder des Fußes im Stand gerne, dass wir sehen, wie der Fuß unter Belastung im Röntgenbild aussieht, oder eben ergänzende Untersuchungen wie das Kernspin oder das MRT oder das CT. Ich würde gerne auf einige häufig vorkommende Fußerkrankungen nochmal zu sprechen kommen. Die haben Sie allesamt schon erwähnt, aber da dann auch so ein bisschen weitergehen auf dem Pfad der Behandlungsmöglichkeiten zum Beispiel. Hallux valgus ist mir als Frau natürlich ganz besonders eben in Erinnerung geblieben. Sie sagten, 9 Frauen kommen da auf einen Mann. Und es ist ja wirklich unglaublich verbreitet. Also ältere Damen, wie viel Prozent sind da betroffen? Das sind unheimlich viele, oder? Das sind schon recht viele, obwohl man das gar nicht so sagen kann, dass das nur ältere Damen sind. Es gibt auch doch jüngere Mädchen schon, die unter solchen Fehlstellungen der Großzehe leiden, die so einen Hallux valgus haben, der nicht nur durch das enge Schuhwerk begünstigt ist oder durch hochhackige Schuhe, sondern auch häufig letztendlich erblich bedingt ist, dass sozusagen eine erbliche Vorbelastung besteht, dass häufiger so ein Hallux valgus auftritt, dann häufig als Folge eines sogenannten Spreizfußes, dass eben der Fuß im Vorderbereich verbreitert ist und daraus, wenn er eben in das enge Schuhwerk gezwängt wird, dieser Hallux valgus, also die Fehlstellung der Großzehe, entsteht. Ich kann das ruhig auch einmal am Modell nochmal zeigen. Der Hallux valgus sieht dann so aus, dass der Großzehe in seinem Grundgelenk nach außen abgeweicht ist, dass sozusagen die Großzehe hier in Richtung der Kleinzehen abweicht. Man kann sich das so gut vorstellen, dass das auch durch einen Schuh, der vorne sehr eng ist und auch möglicherweise hochhackig ist, dass das dadurch eher begünstigt wird. Entsprechenderweise ist es so, dass häufig der erste Mittelfußknochen in die andere Richtung ausweicht, als Folge des Spreizfußes, und dass dann das Großzehengrundgelenk sich auf die Innenseite hin vorwölbt, wenn man so will, und dort der typische Ballen entsteht, der typische Großzehenballen, der häufig auch gerötet dann ist, wenn man den von außen sieht, auch druckschmerzhaft sein kann und eben im Schuhwerk dann drückt. Wie können Sie den behandeln? Zunächst gibt es einmal die Möglichkeit der konservativen Behandlung, also der nicht operativen Therapie. Das sind
Zunächst einmal vor allem die Behandlung der zugrunde liegenden Fußdeformität, also des Spreizfußes. Da gibt es spezielle Einlagen, die man verwenden kann, die den Spreizfuß stützen. Ferner gibt es Möglichkeiten, das Großzehengrundgelenk mit einer sogenannten Nachtlagerungsschiene in Position zu halten. Man kann Fußgymnastik durchführen, allerdings muss man schon sagen, dass diese nicht operativen Maßnahmen alle den Hallux Valgus nicht korrigieren können. Es ist nicht so, dass man den dadurch dann wieder zu einem normalen Fuß machen kann. Stoppt nur die Weiterentwicklung. Genau, man kann sozusagen tatsächlich nur verhindern, dass es schlimmer wird. Manchmal hat man Pech und es wird trotzdem schlimmer. Und dann ist es so, dass dann operative Maßnahmen in Frage kommen. Wie sehen die aus? Da gibt es je nach Schweregrad oder je nach Form auch des Hallux Valgus und Ursache des Hallux Valgus verschiedene Methoden, die man anwenden kann. Das reicht von der einfachen weichteiligen Korrektur, wo man beispielsweise den Ballen mit der entsprechenden Vorwölbung auf der Innenseite wegnehmen kann, dort den möglicherweise gereizten Schleimbeutel entfernen kann und die Sehnen und Muskeln korrigieren kann, bis hin zu knöchernen Umstellungsoperationen, wo auch die Komponente des Spreizfußes mitbehandelt wird, wo sozusagen diese erste Zehe, die nach innen ja abgewichen ist, dann mitkorrigiert wird, indem man dort eine sogenannte Osteotomie macht. Das heißt, wird der Knochen wie bei einem Bruch quasi durchgesägt und in der einer korrigierten Position, wie er eben dann bei geradliniger Zehe wieder fixiert, zum Beispiel mit einer Schraube oder einer Platte, je nach Form der Fehlstellung oder nach Schwere der Fehlstellung, dann muss man das an dem nahe des Gelenkes, am Großzehengrundgelenk machen oder sogar an der Basis der, das kann ich auch nochmal zeigen, an der Basis des ersten Mittelfußknochen kann man hier eine Korrektur vornehmen, wenn eben ein sehr schwerer Hallux Valgus vorliegt, oder beim leichteren kann man das hier direkt unterhalb des Köpfchens durchführen. Wie sieht es denn bei so einer Fußoperation eigentlich im Allgemeinen mit der Nachversorgung oder Nachbehandlung aus? Kann man danach relativ schnell wieder auftreten oder wie sieht das, weil der Fuß, da ist gleich wieder das ganze Gewicht drauf und so weiter? Genau, es ist natürlich so, dass ein frisch operierter Fuß sollte man in der Regel nicht gleich Vollbelastung ausüben. Mhm. Trotzdem ist es so, dass je nach Operationsverfahren, je nachdem, was durchgeführt wurde, eine relativ zügige Belastung möglich ist. Je nach Operationsverfahren gibt es auch spezielle Schuhversorgungen, die danach notwendig sind, die bis zu 6 Wochen nach so einer Operation getragen werden müssen, zusammen mit einem speziellen Verband, der auch angelegt wird nach der Operation. Können wir vielleicht noch einmal auf den Hallux rigidus zu sprechen kommen? Den hatten Sie kurz erwähnt. Ich glaube, kommt auch häufiger vor. Deswegen können Sie uns noch einmal erklären, bitte, was das ist und vor allen Dingen natürlich auch, wie Sie dem zu Leibe rücken können. Sehr gerne. Der Hallux rigidus ist letztendlich die Arthrose des Großzehengrundgelenkes, der letztendlich im gleichen Gelenk stattfindet wie der Hallux valgus. Das ist der, wenn Sie so wollen, umgangssprachlich als Verschleiß bezeichnete Zerstörung dieses Gelenkes. Verschleiß trifft nur in gewissem Maße zu. Wir wissen nicht ganz genau, wodurch diese Zerstörung des Gelenkes stattfindet. Die Arthrose ist so, dass er eigentlich dadurch gekennzeichnet ist, dass der Knorpel, der in dem Gelenk ist, wie wir es auch vom Knie- oder Hüftgelenk kennen, den Belastungen, den er standhalten soll, aus irgendeinem Grunde nicht standhalten kann und dann zugrunde geht, sodass dann irgendwann Knochen auf Knochen reiben kann. Das kann mit einer Fehlstellung einhergehen, also kann sogar mit einem Hallux valgus einhergehen, aber der Hallux rigidus ist eigentlich primär dadurch gekennzeichnet, dass die Arthrose des Großzehengrundgelenkes entsteht, die sehr schmerzhaft sein kann. Mhm. Bei jedem Abrollen können Sie sich vorstellen, rollen Sie über das Großzehengrundgelenk ab und wenn dort eine Arthrose, ein Gelenkverschleiß vorliegt, kann das sehr, sehr unangenehm sein. Dann reibt Knochen auf Knochen im schlimmsten Fall. Genau. Müssen Sie bei sowas immer operieren? Muss man nicht. Es gibt auch da konservative Therapiemöglichkeiten, wie zum Beispiel spezielle Einlagenversorgung. Wenn diese aber ausgeschöpft sind, kommen wiederum operative Therapiemöglichkeiten in Frage. Und beim Großzehengrundgelenk, bei dem Hallux rigidus, ist es so, dass da vor allem zwei Methoden in Frage kommen. Einmal ist die Versteifung des Gelenkes, das letztendlich durch zwei Schrauben in der Regel dieses Gelenk außer Kraft gesetzt wird. Alternativ hat man die Möglichkeit einer sogenannten Resektionsarthroplastik. Wenn die Arthrose nicht allzu sehr fortgeschritten ist, kann man sozusagen den kaputten Knorpel etwas glätten und kann dort das Großzehen oder das
Mittelfußköpfchen etwas reduzieren, sodass da der Last von, dass die Last von dem Gelenk genommen wird. Sie haben immer verschiedene Möglichkeiten, das hört sich ganz gut an. Was ist denn unter einer Krallenzehe zu verstehen? Das ist ein Begriff, den wir hier, glaube ich, auch nochmal erwähnen sollten. Ja, genau. Krallenzehe ist ähnlich wie die Hammerzehe. Das ist eine Fehlstellung der Kleinzehen. Ich kann das auch noch einmal zeigen. Das sind Fehlstellungen, die im Mittel- oder Endgelenk stattfinden, die eine, man kann das leider an diesem Modell nicht ganz so gut nachvollziehen oder ganz der gut hat zum machen. Glück ich kann, keine Krallen ich kann den leider nicht so er gut verbiegen. Er soll sich doch freuen, dass er das nicht hat. Ich will ihn auch nicht ganz verbiegen. Ist letztendlich eine Überbeugung im Mittelgelenk und eine Überstreckung im Grundgelenk ist die Krallenzehe. Die Hammerzehe betrifft das Gleiche für das Endgelenk. Mhm. Das kann auch sehr unangenehm sein, weil diese Zehe dann Druckstellen ausbildet, so Hühneraugen, wenn Sie so wollen, die auf der Oberseite dieses Gelenkes dann liegen und im Schuh sehr, sehr unangenehm drücken können. Was können Sie da machen? Auch da gibt es zunächst einmal natürlich die Möglichkeit, den Schuh entsprechend auszustatten, dass man einen Polster an der Stelle oder Einlagen nimmt. Operationsmöglichkeiten gibt es da ebenso. Da ist eigentlich das probateste Mittel, die, ein Stückchen dieses Köpfchens zu resizieren, sodass diese Zehe wieder in Position gebracht werden kann und nicht mehr diese Fehlstellung nach oben hat. Sind das alles, das hört sich so leicht wegformuliert quasi an, sind das teilweise richtig große, lange Eingriffe oder kann man generell sagen, also wer so eine Operation bei verschiedenen Fußerkrankungen benötigt, das ist eigentlich alles, man ist schnell wieder genesen, man ist schnell wieder auf den Beinen, da gibt es gute Techniken und man muss da keine Angst vor haben. Die Techniken sind sicherlich schon sehr ausgefeilt heutzutage. Je nach Erkrankung, je nach Operation variiert natürlich die, auch die Rekonvaleszenz, sodass man sagen kann, meistens bei solchen Krallenzehenoperationen kommt man sehr schnell wieder auf die Beine und darf auch sehr schnell wieder belasten. Bei größeren Operationen, wenn Sie den Hallux Valgus kompliziert umstellen oder am Rückfuß, am Sprunggelenk oder am Mittelfuß aufwendige Operationen machen müssen, dauert das manchmal etwas länger, ist auch mit einer etwas längeren Ruhigstellung häufig vergesellschaftet. Über das Sprunggelenk haben wir ja bisher relativ wenig gesprochen. Da liegen aber noch Einzelteile, sage ich mal, auf dem Tisch. Was haben Sie uns da denn zu mitgebracht? Ich kann es dir einmal zeigen. Das ist eine Sprunggelenksprothese. Vom Hüft- und vom Kniegelenk kennen wir das ja, dass bei Arthrosen oder bei rheumatischen Erkrankungen der Gelenke dort ein Kunstgelenk eingesetzt werden kann, eine Gelenkprothese. Am Sprunggelenk ist das sehr viel seltener der Fall, aber es besteht eben auch die Möglichkeit, wenn Sie eine Arthrose des Sprunggelenkes haben, einen Gelenkverschleiß, wenn Sie so wollen, diesen mit so einer Prothese zu ersetzen. Und die sieht so aus, wie Sie hier sehen. Das ist einmal ein Anteil, der hier oben ist. Der ist der Anteil, der in der im Unterschenkelknochen verankert wird, im Schienbein. Mhm. Hier unten ist der Anteil, der im Sprungbein verankert wird. Und hier zwischen ist eine Kunststoffplattform, die es ermöglicht, dass das Sprunggelenk eben sehr gut bewegen kann und auch seine relativ komplexe Beweglichkeit dort gut nachgeahmt wird. Gleitet so richtig. Genau, so ist es. Mhm. Was können Sie uns noch sagen zum, wie hieß es genau, helfen Sie mir, Morten-Neurom? Zum Morten-Neurom, ja, Morten-Neurom oder Morten-Neurinom, genau. Das war Neurom gar nicht verkehrt, ne? Das war gar nicht verkehrt, genau. Ich hätte mir das falsch aufgeschrieben. Aber nein, ist schon ganz richtig. Das ist in der Tat eine Nervenerkrankung des Fußes, die letztendlich durch eine Auftreibung eines Nerven, der zwischen den Zehen liegt, meistens zwischen der zweiten und dritten oder dritten und vierten Zehe, ist ja letztendlich ein gutartiges Geschwulst des Nerven, die auch sehr unangenehm sein kann, weil das sehr unangenehme Schmerzen bis in die Zehenspitzen auslösen kann, die so elektrisierend, brennend sein können und den Menschen sehr, sehr stören können. Was man da machen kann, ist in der Tat so, dass Sie wollen es vielleicht gerade fragen. Wahrscheinlich, genau. Auch da hat man die Möglichkeit, zunächst eine Einlagenversorgung vorzunehmen, um den Fuß an der Stelle zu entlasten, sodass der auch dieses Morten-Neuronom häufig mit einem Spreizfuß vergesellschaftet ist, sodass dieser zunächst einmal angegangen werden kann. Und wenn diese konservativen, nicht operativen Therapiemöglichkeiten ausgeschöpft sind, besteht die Möglichkeit der Operation. Da kann man dieses Morten-Neuronom, dieses Nervengeschwulst, herausoperieren. Das kann man durch einen kleinen Schnitt auf dem Fußrücken machen, sodass dann die Schmerzen auch entsprechend gelindert sind. Mhm.
Sie arbeiten ja, ich habe es anfangs in der Vorstellung schon gesagt, in der orthopädischen Klinik hier im Asklepios Westklinikum. Ein Schwerpunkt hier ist ja neben der Endoprothetik sämtlicher Gelenke, da haben wir ja auch teilweise schon etwas erwähnt, auch die sogenannte Rheuma-Orthopädie. Gibt es eigentlich auch wirklich Rheuma im Fuß? Ja, das gibt es in der Tat. Es ist so, dass Patienten mit einer rheumatoiden Arthritis, mit Rheuma, sehr, sehr häufig am Fuß betroffen sind. Wir gehen eigentlich davon aus, dass Patienten, die unter einer rheumatoiden Arthritis leiden, zu etwa 90% auch den Fuß mit beteiligt haben, sodass es sehr, sehr häufig ist, die Patienten, die Rheuma haben, sehr, sehr häufig unter Fußbeschwerden leiden. Gibt es da Besonderheiten in der Symptomatik oder auch in der Therapie? Ja, das ist schon so, dass Rheumapatienten sehr, sehr besonders sind, einfach aus dem Grunde, weil die rheumatoide Arthritis eine Erkrankung ist, die den gesamten Körper betrifft und letztendlich sämtliche Gelenke betreffen kann. Und Rheumapatienten dementsprechend häufig mehrere Baustellen haben, wenn sie so wollen, dass eben nicht nur der Fuß betroffen ist, sondern auch das Knie oder die Hände oder die Handgelenke. Und dass die Patienten dann häufig zu uns kommen und eben an mehreren Stellen akute Beschwerden auch haben, sodass wir dann schauen müssen, was ist vordringlich, was muss man als erstes angehen. Mhm. Und die rheumatoide Arthritis ist so, dass sie eine Erkrankung der Gelenkschleimhaut ist, dass die Gelenkschleimhaut sich entzündet und auf das Gelenk übergreift, dass das Gelenk dadurch zerstört wird. Was am Fuße bei solchen Rheumapatienten sehr, sehr charakteristische Formen annimmt. Sie sehen zum Beispiel sehr, sehr ausgeprägte Formen des Hallux valgus, wo die Großzehe teilweise bis zu 90 Grad abgekippt ist. Sie sehen sehr starke Krallenzehenausbildung. Sie haben richtige Auskugelungen einiger Gelenke, haben sehr starke Ausbildung solcher Knicksenk-Plattfüße, sodass dort doch eine ganze Menge getan werden kann und muss. Ich wundere mich manchmal, dass Patienten unter Umständen so lange warten, bis sie womöglich den Weg zu ihnen finden. Also bis so ein Hallux valgus sich auf 90 Grad entwickelt hat. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum man da nicht früher zum Arzt geht? Also bei der rheumatoiden Arthritis ist es tatsächlich so, dass es möglicherweise daran liegt, dass Rheumapatienten eben sehr viele Gelenke haben, die betroffen sind, sodass da wieder der Fuß als letztes vielleicht. Genau so ist es, dass die Toleranzschwelle auch recht hoch ist und dass eben viele andere Baustellen auch existieren und dass sozusagen dann der Fuß häufig als letztes möglicherweise angegangen wird, obwohl er doch sehr wichtig ist und gerade beim Rheumapatienten auch sehr viel getan werden kann. Man kann in Frühstadien auch sehr viel tun. Zum Beispiel gibt es Operationen, die eben diese Gelenkschleimhaut entfernen, wie zum Beispiel am oberen Sprunggelenk, dass bevor es da zu einer fortgeschrittenen Zerstörung des Gelenkes kommt, dass man dort handelt und diese Gelenkschleimhaut entfernt, dass es eben gar nicht zu dieser Zerstörung kommt. Das ist eine Operation, die kann man zum Beispiel auch durch eine sogenannte Arthroskopie machen, durch eine Schlüssellochtechnik, wenn Sie so wollen. Und wenn es dann aber eben zu weiteren Zerstörungen der Gelenke kommt, kommen dann solche Prothesen möglicherweise in Frage, welche auch bei der Arthrose des Sprunggelenkes eingesetzt werden können oder im weiteren Sinne dann zu Versteifung der Gelenke, dass wenn die Fehlstellung so weit vorangeschritten ist und so starker Knicksenk-Plattfuß beispielsweise mit Zerstörung der Fußwurzel entstanden ist, dass dann eben richtig eine Versteifungsoperation dieser Gelenke stattfinden muss, die entsprechend aufwendig ist, aber doch auch sehr gute Erfolge hat. Über welche Fußerkrankung Patienten auch immer klagen, Herr Dr. Wenck, ich habe das Gefühl, Sie haben wirklich für alles eine Lösung, erstmal immer konservativ und dann gibt es aber auch meist eine Möglichkeit einer Operation. Genau. Wie finden Menschen mit Fußbeschwerden, also Patienten und Betroffene, denn den Weg zu Ihnen in die Sprechstunde? Sie bieten hier im Westklinikum Hamburg ja eine an. Wie sind da die Rahmenbedingungen, sage ich mal? In der Regel ist es so, dass die Patienten zunächst einmal zum Hausarzt oder zum niedergelassenen Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie gehen, dort zunächst behandelt werden, in der Regel mit konservativen Therapiemethoden. Und wenn dann eben diese konservative Therapie ausgeschöpft ist, besteht die Möglichkeit, sich bei uns in der Sprechstunde vorzustellen, sodass wir uns das anschauen können und über etwaige Operationen sprechen können. Wie findet man Ihre Kontaktdaten oder wann findet die Sprechstunde statt? Wir haben täglich Sprechstunde bei uns in der Klinik, sodass über unsere Internetseite eigentlich sehr gut da der Kontakt hergestellt werden kann und ein Termin vereinbart werden kann. Wunderbar. Und haben Sie ganz zum Schluss vielleicht noch einen Tipp für unsere Zuschauer, wie man denn, sofern möglich, natürlich Fußbeschwerden aus dem Weg gehen kann, wenn das geht? Man soll in jedem Fall seinen Fuß doch auch
einige Beachtung schenken. Sollte vielleicht darauf achten, dass man auch anständiges Schuhwerk trägt, nicht nur in hochhackigen Schuhen unterwegs sein sollte und gerne auch barfuß laufen, weil wir wissen, dass das Barfußlaufen doch sicherlich das Beste für den Fuß ist. Ist tatsächlich so, ne? Das ist tatsächlich so. Das macht man viel zu wenig, das stimmt. Dr. Vanja Wenk, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute da waren und danke für die vielen interessanten Informationen. Sehr gerne, bald. Vielen Dank. Danke auch wie immer an Sie, liebe Zuschauer. Ich hoffe, die Sendung war ebenso interessant für Sie, wie sie auf jeden Fall für mich war. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder zu einer anderen Sendung mit einem anderen Thema. Wir haben ja einige Videos schon hier im Asklepios Westklinikum Hamburg für Sie gedreht. Also vielleicht bis gleich auf der Seite einer anderen Fachabteilung. Ansonsten alles Gute für Sie und bis bald. Tschüss.